Ich hasste meine Figur. Wie konnte es nur so weit kommen? Es war alles meine Schuld, wenn ich es nur in Ordnung bringen könnte. Hallo, mein Name ist Ricky. Ich bin ein Guru für ausgewogene Ernährung und gesundes Abnehmen, aber das war nicht immer so. Ich möchte dir meine Geschichte erzählen. Bitte drücke auf Gefällt mir und abonniere den Kanal. Siehst du die Basketballspielerin da drüben? Das war ich vor ein paar Jahren. Damals lebte ich mit meinen Eltern und meiner Schwester in einer großen Stadt. Tina und ich sind Zwillinge. Wir hatten immer gut ausgesehen. Ich war auch sportlich und nahm ständig an Basketballwettbewerben teil. Wer braucht ein Autogramm? Aber eines Tages änderte sich alles. Meine Eltern investierten in einen kleinen Imbiss auf Rädern. Es lief nicht sehr gut. Wir mussten in eine kleinere Stadt umziehen. Tina und ich verbrachten unsere gesamte Freizeit damit, im Diner auszuhelfen, also mussten wir uns vom Training verabschieden. Weil das Geld fehlte, kauften unsere Eltern die billigsten Produkte für ihr kleines Geschäft. Wir aßen die gleichen Dinge, die wir verkauften, alle Arten von Fastfood. Kein Wunder, dass wir allmählich wuchsen. Nun, sie selbst. Kaum zu glauben, dass aus den beiden schlanken Schwestern solche Wale geworden sind, oder? Ich bin satt. Ich könnte nicht mal mehr ein Krümel essen. Im Kühlschrank ist Eiscreme. Wer es zuletzt bekommt, ist eine verdorbene Kartoffel. Es war das langsamste Rennen der Welt, aber es gab keinen Gewinner, weil meine Schwester und ich in der Tür stecken geblieben sind. Tina, beweg dich! Nein! Du bewegst dich, du Brötchen! So sahen unsere Eltern jetzt aus. Jeder hat sich über uns lustig gemacht, besonders in der Schule. Seltsamerweise hat mich das nicht gestört. Ich wusste, dass ich dick wurde, aber ich wollte nichts daran ändern. Leckeres Essen essen und auf der Couch Fernsehsendung schauen, was könnte besser sein? Aber dann kam ich eines Tages von der Schule nach Hause und sah, dass eine Familie in das Haus neben unserem eingezogen war. Der Sohn unserer neuen Nachbarin entpuppte sich als ein gut aussehender Typ. Am Abend sah ich ihn durch das Fenster im Hinterhof Basketball spielen. Das war eine tolle Gelegenheit, mich vorzustellen. Hallo, ich bin Ricky. Dave, bist du ein Basketballspieler? Ja, ich bereite mich auf einen Wettbewerb vor. Cool, ich habe auch mal professionell gespielt. Dave warf mir einen zweifelnden Blick zu. Natürlich, ich hätte es auch nicht geglaubt. Ich beschloss, ihm mein Können zu zeigen und bat um den Ball. Ich rannte und sprang hoch, um ihn in den Korb zu werfen, aber etwas ging schief. Ich verdrehte mir den Knöchel und fiel hin. Der Ball landete in den Büschen. Das Schlimmste war, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Ich konnte nur von einer Seite zur anderen wippen, wie eine Schildkröte. Dave lachte, half mir aber trotzdem auf. Ich wollte am liebsten im Erdboden versinken. Ich wurde rot wie ein Hummer und lief schnell nach Hause. Am nächsten Tag bemerkte ich, dass ich auf dem Weg zur Schule kurzatmig war. Dann merkte ich, wie schwer es mir fiel, die Treppen zu steigen und Sport zu treiben. Ich war früher sehr sportlich, verdammt. Ich verbrachte den Tag damit, meine schlanken Mitschülerinnen mit Neid anzustarren. Sie trugen eng anliegende Oberteile und kurze Röcke. Ich hätte nicht in solche Kleidung gepasst. Als ich nach Hause kam, ging ich zum Spiegel und starrte mein Spiegelbild hasserfüllt an. Ich sah süß aus, aber ich musste etwas an meiner Figur ändern. Ich will so nicht mehr leben. Ich beschloss, mich zu ändern und abzunehmen. Mama hat wie immer Burger zum Abendessen aufgewärmt, aber ich habe einen Gemüsesalat gemacht und mich an den Tisch gesetzt. Alle starrten mich an. Schwester, bist du krank? Bist du nicht hungrig? Ist das wirklich genug Essen? Hey, warum reagiert ihr so komisch? Ich habe doch kein Katzenfutter auf den Tisch gestellt, oder? Und überhaupt, seht uns doch an, es wird Zeit, dass wir aufhören, uns mit Fastfood vollzustopfen. Mama und Papa sahen sich überrascht an. Ich sehe kein Problem. Was ist mit dir, Tina? Willst du wirklich so dick sein? Tina zögerte und zuckte mit den Schultern. Mir gefällt es, wie ich aussehe. Naja, egal. Auch wenn meine Familie mich nicht unterstützt hat, habe ich trotzdem angefangen, auf meine Figur zu achten. Ich versuchte, weniger zu essen und Fastfood durch leichte Salate zu ersetzen. Ich war ständig hungrig. Der Aufenthalt im Diner wurde unerträglich. Und mir lief das Wasser im Mund zusammen. Eines Tages kam ich in den Imbiss, um meine Eltern um Geld zu bitten. Ich wollte eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio kaufen. Da sah ich, dass meine Eltern gerade dabei waren, die Glasscherben im Wagen aufzuräumen. Wow, sind wir ausgeraubt worden oder ist eine sehr hungrige Menge hier durchgerannt? Nein, jemand will sich mit uns anlegen. Wahrscheinlich ist es die Konkurrenz. Ein ähnlicher Lieferwagen, der Hotdogs verkauft, war tatsächlich neben unserem aufgetaucht. Müssten wir um das Gebiet und die Kunden konkurrieren?
Wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, haben mir meine Eltern kein Geld für das Fitnessstudio gegeben. Das war sehr ärgerlich, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich beschloss, zu Hause zu trainieren und benutzte Wasserflaschen statt Hanteln. Außerdem kaufte ich einen Ball und billige Gummibänder für meine Beine. Vom Fenster meines Zimmers aus konnte ich den Hof unserer Nachbarn sehen. Dave hat dort oft trainiert. Er war meine größte Motivation. Was für ein cooler Typ. Aus irgendeinem Grund kam er mir auch sehr bekannt vor. Ich konnte mich nicht erinnern, wo wir uns getroffen haben könnten. Meine Eltern und meine Schwester haben ihre Ernährung nicht umgestellt. In unserem Kühlschrank war eine Menge Fastfood. Einige Male habe ich meine Diät gebrochen und Burger gegessen. Ich habe mich dafür gehasst. Eines Tages begegnete ich Dave wieder auf der Straße. Stell dir vor, er kam zuerst auf mich zu. Weißt du, du kamst mir bekannt vor, als wir uns das letzte Mal getroffen haben. Ich habe mich erst heute daran erinnert. Wir waren vor ein paar Jahren im selben Basketballverein, bevor wir beide umgezogen sind. Moment mal. Aber natürlich, jetzt erinnere ich mich. Dave war früher sehr dick, deshalb habe ich ihn nicht gleich erkannt. Wow, wie hast du es geschafft, dich so zu verändern? Eine spezielle Diät und ein Trainingsprogramm. Bin vor ein paar Jahren zu einem Ernährungsberater gegangen und er hat ein spezielles Programm für mich erstellt. Wow, kannst du mir helfen, abzunehmen, meine ich? Natürlich, warum nicht? Dave und ich fingen an, morgens zusammen zu laufen. Fragt mich gar nicht erst, was mich diese Läufe kosten. Allmählich gewöhnte ich mich ans Training, aber die Diät einzuhalten, erwies sich als schwieriger. Eines Nachts träumte ich von einem Riesenburger, der mich verfolgte. Lustig, nicht wahr? Nur in dem Moment war es nicht lustig. Ich konnte nicht anders, als zum Kühlschrank zu gehen. Ich aß alles, was ich sah. Plötzlich ging das Licht in der Küche an. Was für ein Albtraum. Meine Schwester hat mich bei so einer Schandtat erwischt. Ich habe es so satt. Warum haben wir so viel Fastfood zu Hause? Wir müssen das alles wegwerfen. Ich schnappte mir den Teller und wollte ihn in den Müll werfen. Aber Tina hielt mich auf. Warte, tu das nicht. Ich will wieder in meine alten Klamotten passen. Okay, wenn es dir so wichtig ist, lass uns gemeinsam abnehmen. Ich werde dich unterstützen. Tinas Worte haben mich überrascht. Sie haben mich auch sehr glücklich gemacht. Am nächsten Tag begann Dave mit uns beiden zu trainieren. Wir verbrachten unsere gesamte Freizeit mit dem Training. Deshalb verpassten wir oft unsere Schichten im Diner. Unsere Eltern waren sehr verärgert. Kein Wunder. Willst du, dass unser Geschäft den Bach runtergeht? Dein Vater und ich schaffen das nicht allein. Die Konkurrenten waren auch ein großes Problem. Sie verteilten Flugblätter herum, auf denen stand, dass wir verdorbene Lebensmittel verkaufen und beschmutzten den Lieferwagen mit Farbe. Ich mochte das Geschäft meiner Eltern nicht, aber solche gemeinen Methoden machten mich wütend. Das Geld war wirklich knapp. Bald darauf begannen die Ferien. Ich musste öfter im Diner arbeiten, aber die Unterstützung meiner Schwester und das Essen von einem Haufen Gemüse haben funktioniert. Ich habe abgenommen. Juhu! Wer war cool? Richtig, Ricky war cool. Eines Abends, als ich die Tageseinnahmen zählte, bemerkte ich, dass sich jemand an unseren Lieferwagen herangeschlichen hatte und im Begriff war, seine Reifen zu zerstechen. Ich bewaffnete mich mit Ketchup und Senf und sprang heraus, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Hey, wer ist da? Sie schafften es zu entkommen. In dem Moment hörte ich ein seltsames Geräusch. Eines Tages ging ich im Park spazieren, als ich plötzlich Tina sah. Sie sprach mit unserem Klassenkameraden Tom. Warum hing sie mit diesem pummeligen Kerl herum? Moment mal, sie hatte einen Blumenstrauß in der Hand. Was machst du hier? Tina schaute weg und versuchte, den Strauß hinter ihrem Rücken zu verstecken. Wir sind nur spazieren gegangen. Am Abend beschloss ich, sie zu verhören und meine Schwester gestand alles. Ich mag Tom wirklich. Bist du verrückt? Er ist so fett. Du könntest seinetwegen die Diät abbrechen. Red keinen Blödsinn. Tom ist cool. Außerdem geht dich mein Privatleben nichts an. Wir haben den ganzen Tag nicht miteinander geredet, aber dann haben wir uns versöhnt. Tina kam in mein Zimmer, als ich mir meine alten Klamotten ansah. Sieh dir mal die Größe dieses T-Shirts an. Wir haben versucht, es gemeinsam anzuziehen und es ist uns gelungen. Ich war außer mir vor Freude. Nach den Ferien kamen wir ganz anders zur Schule zurück. Wir waren so schlank und schön geworden, wie wir es vor ein paar Jahren gewesen waren. Unsere Mitschülerinnen und Mitschüler starrten uns bewundert an. Wow, das ist ja verrückt. Wie habt ihr das geschafft? Gut gemacht. Es würde dir auch nicht schaden, abzunehmen. Warum? Ich mag mich so. Tom nervte mich, aber alle anderen liebten ihn. Er war lustig und brachte immer alle zum Lachen. Anscheinend mochte Tina ihn auch, denn sie fing an, miteinander auszugehen. Igitt, ich hoffte, Fettsucht war nicht ansteckend. Ein paar Tage später brachte mich Dave in den Basketballverein. Der Trainer sah, wie gut ich war und nahm mich in die Mannschaft auf. Die Wettkämpfe stehen an. Lass das Team nicht im Stich. Ich war überglücklich. Eines Tages kamen wir nach dem Training nach Hause. Dave hielt plötzlich an, zog mich an sich und küsste mich. Es war wow.
Wir wurden ein Paar. Das Leben wurde besser. Es schien, als könnte nichts schiefgehen, aber eines Tages luden unsere Klassenkameraden Tina und mich zu einer Party ein. Tom war derjenige, der sie geschmissen hat. Ich wollte nicht hingehen, aber meine Schwester überredete mich. Ich zog ein enges Kleid an, um meine perfekte Figur zu zeigen. Wie erwartet gab es im Garten einen Grill. In der Nähe gab es auch einen Tisch voller Fastfood. Irgendwann bemerkte ich Tina und Tom daran. Wie geht? Sie aßen alle möglichen ungesunden Sachen. Tina, was machst du da? Komm schon, lass uns einmal entspannen, wir haben es uns verdient. Ich schützte verärgert die Lippen, drehte mich um und ging. Es war alles Toms Schuld. Meine Schwester war auf dem richtigen Weg gewesen, bevor sie ihn kennengelernt hatte. An diesem Abend habe ich nichts gegessen und nur Wasser getrunken. Bald wurden meine schlimmsten Befürchtungen wahr. Mir fiel auf, dass Tina oft Junkfood aß. Sie nahm schnell an Gewicht zu. Ich war entsetzt. Was, wenn mir das Gleiche passieren würde? Ich fing an, mir viele Gedanken über das Essen zu machen. Ich verzichtete auf Mittag- und Abendessen und aß nur noch einen Salat zum Frühstück. Nach einer Weile aß ich überhaupt nichts mehr. Ehe ich mich versah, war ich nervös und reizbar geworden. Eines Tages lud mich Dave zu sich ein. Er hatte ein romantisches Abendessen vorbereitet und kochte selbst einen gesunden Auflauf. Baby, wenn du nicht anfängst zu essen, wirst du vom Wind weggepustet. Es ist zu spät. Nach 6 esse ich nichts mehr. Dave wurde plötzlich wütend. Ich wollte dich glücklich machen, aber du bist besessen vom Abnehmen. Wir hatten einen Streit und ich bin gegangen. Am nächsten Tag war ich in einer schrecklichen Stimmung. In der Schule saß ich allein und sprach mit niemandem. Tina hatte derweil ihren Spaß und lachte über Toms Witze. In der Pause lud er sie zu Zimtschnecken ein. Stell dir vor, sie hat sie gegessen und sogar noch mehr verlangt. Ich sprang von meinem Platz auf und ging zu den beiden hinüber. Ihr seid beide so fett. Seht ihr das nicht? Wage es nicht, das über deine Schwester zu sagen. Es ist die Wahrheit. Ihr seht ekelhaft aus. Tina wurde wütend und rannte weg. Tom rannte ihr hinterher. Er schnaufte und es klang so vertraut. Moment mal, das hatte ich doch schon mal gehört. Hatte er wirklich versucht, die Reifen unseres Vans zu zerstören? Ich bin ihm gefolgt und habe festgestellt, dass Toms Eltern die Besitzer des rivalisierenden Hotdog-Wagens sind. Dieser hinterhältige Fettsack. Er war mit Tina zusammen, um näher an unser Lokal zu kommen. Ich habe versucht, meiner Schwester die Wahrheit zu sagen, aber sie wollte nicht auf mich hören. Und wir haben uns gestritten. Mir war oft schwindelig, weil ich Hunger hatte. Ich hatte keine Kraft mehr zum Lernen und bekam schlechte Noten. Ich hörte auch auf, zum Basketballtraining zu gehen. Am Tag des Wettkampfs konnte ich mich nicht aus dem Bett quälen und verpasste ihn. Der Trainer rief mich am Abend an. Du hast uns alle im Stich gelassen. Du kommst nicht mehr zum Training. Meine Eltern haben auch mit mir geschimpft. Du bist völlig außer Kontrolle. Du hilfst uns nicht nur mehr im Diner, sondern fällst auch in der Schule zurück. Ich wollte etwas sagen, aber plötzlich wurde mir schwindelig. Ich taumelte und sank auf den Boden. Die Welt wurde dunkel. Meine Eltern machten sich Sorgen und brachten mich zu einem Arzt. Sie hat eine Essstörung. Wenn sie nicht sofort anfängt, normal zu essen, wird sie magersüchtig werden. Alle sagten immer, ich sei zu dünn, aber ich war überzeugt, dass ich noch nicht dünn genug war. Ich sah Tina an und mir wurde klar, dass ich nicht so sein wollte wie sie. Meine Schwester sah in letzter Zeit sehr unglücklich aus, aber ich hatte einfach nicht die Kraft, sie zu fragen, was los war. Ricky, wir haben über alles nachgedacht und beschlossen, dich zur Behandlung in eine Klinik zu schicken. Mir geht's gut. Sieh dir diese rosigen Wangen an. Eines Tages kam Dave zu mir, um sich mit mir zu versöhnen. Als er mich sah, erstarrte er. Er sah absolut schockiert aus. Ricky, was ist los mit dir? Du siehst aus wie eine mit Haut überzogenes Skelett. Na und? Ich bin vielleicht ein Skelett, aber ein hübsches. Baby, du warst schon immer schön, mach dich nicht lächerlich. Dave überzeugte mich zu essen, aber dann passierte etwas Beunruhigendes. Ich konnte nicht einmal einen Bissen essen. Erst in diesem Moment wurde mir klar, was ich mir angetan hatte. Ich fühlte mich wirklich verängstigt. Nachdem Dave gegangen war, schloss ich mich in meinem Zimmer ein und brach in Tränen aus. Ich weinte mich richtig aus und riss mich dann zusammen. Es war Zeit zu handeln. Ich fand die Kraft, aus dem Bett aufzustehen und öffnete die Tür. Meine Eltern und Tina kamen sofort herein. So kann es nicht weitergehen. Du gehst morgen in die Klinik. Bitte nicht. Gib mir noch eine Chance. Ich weiß jetzt, was ich getan habe und ich werde aufhören. Du wirst sehen. Meine Eltern zögerten. Zu meiner Überraschung stellte sich Tina auf meine Seite. Gemeinsam überzeugten wir unsere Eltern, mich zu Hause bleiben zu lassen. Später fand ich heraus, dass ich mit Tom richtig gelegen hatte und er wirklich die Konkurrenz seiner Eltern ausspioniert hatte. Deshalb war meine Schwester so traurig. Es tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Ich dachte, er mag mich wirklich. Ich bin diejenige, die sich entschuldigen sollte. Ich bin zu weit gegangen. Ich zwang mich zu essen, obwohl ich nicht wollte.
Tina, Dave und ich hingen auf dem Garten ab. Sie versuchten, mich zum Lachen und auf andere Gedanken zu bringen. Ich wurde vorübergehend zu Hause unterrichtet, als es mir allmählich besser ging und ich ein Gewicht zulegte. Ich überdachte mein Verhältnis zum Essen und hörte auf, Angst vor Kalorien zu haben. Tina hat in der Schule sogar einen Club für Ernährungswissenschaften gegründet. Ernährungswissenschaft ist die Wissenschaft von der Ernährung. Meine Schwester half allen, die abnehmen wollten. In ein paar Wochen war ich bereit, wieder zur Schule zu gehen. Tina und ich waren fast da, als Tom uns plötzlich den Weg versperrte. Er hielt einen riesigen Teddybären in der Hand. Mädchen, es tut mir leid. Meine Eltern hatten Angst, dass ihr Geschäft scheitern würde und wollten, dass ich die Drecksarbeit für sie erledige. Aber ich bin ein guter Typ. Ich war nicht gut darin und habe beschlossen, damit aufzuhören. Tina, das ist für dich. Ich war mit dir zusammen, weil ich dich wirklich mochte. Tina küsste Tom glücklich und ich entschuldigte mich dafür, ihn fett genannt zu haben. Ich möchte eigentlich auch Tinas Club beitreten. Ich will meine Gesundheit verbessern. Ich bin sicher, es ist genug Platz für alle da. Bald darauf brachte mich Dave wieder auf den Basketballplatz. Ich entschuldigte mich beim Trainer dafür, dass ich das Team im Stich gelassen hatte. Dave legte ein gutes Wort für mich ein und der Trainer stimmte zu, mir noch eine Chance zu geben. Ich erkannte, dass ins Extreme zu gehen nicht die Lösung war. Aktiv zu bleiben und mich nicht mit Fastfood vollzustopfen hingegen schon. Ich fing wieder an, mich auf Wettbewerbe vorzubereiten und trat Tinas Club bei. Wir wurden nicht nur in der Schule beliebt, sondern auch in den sozialen Medien. Wir posteten gesunde Rezepte und bekamen schnell eine Menge Follower. Einige Leute schickten uns sogar Spenden. Kannst du dir das vorstellen? Eines Tages boten wir unseren Eltern das Geld an, das wir für das Diner gespart hatten. Wir könnten gesundes Essen statt Fastfood verkaufen. Schaut mal, wie viele Rezepte Tina und ich uns ausgedacht hatten. Wir haben mit unseren Konkurrenten gesprochen und beschlossen, unsere Geschäfte zusammenzulegen. So verkaufen wir noch mehr Fastfood. Ich konnte es nicht glauben. Wir konnten sie nicht umstimmen. Was denkst du, was wir tun sollten? Weiter versuchen, unsere Eltern zu überzeugen? Oder alles so lassen, wie es ist? Die Aktivitäten der Foundation sind vor den Augen der Menschen verborgen, aber jeder von ihnen kann sich den schrecklichen Anomalien stellen und in die Atmosphäre dieser mächtigen Organisation eintauchen. Die gefährlichsten SCP-Objekte wagen sich aus den geheimen Archiven und erwachen in den unfassbaren Geschichten der SCP-Chroniken zum Leben. Und für all jene Verrückte, die sich mit den geheimen Protokollen befassen, wartet bereits eine Portion Amnesica.